Wir haben neue Trainer. Auch die wollen wir uns einmal kurz nicht nur in Erinnerung rufen, sondern sehen und hören. Die Augsburger haben ja den Dänen Jes Torup geholt, der jetzt in Heidenheim sein erstes Spiel mit Augsburg macht. Und so hört er sich an. Es war für mich ein paar sehr spannende Tage, als ich die erste Anrufe an Mittwoch bekommen und nachher sehr gute persönliche Gespräche mit Michael, mit Marinko, hat viel über die Verein gelesen, gehört und jetzt sitze ich hier und ich bin wirklich gespannt, mehr über die Mannschaft und über die Verein kennenzulernen und ich freue mich. So, vielen Dank für den Vertrauen. Sympathischer Auftritt. Enrico Maaßen, der vom BVB gekommen war, hat es dann am Ende nicht geschafft. Obwohl man zwischendurch auch bei ihm dachte, da kommt wieder so einer aus der BVB-Schmiede, der, und das ist ja auch weiterhin möglich, eine tolle, erfolgreiche Karriere wird schaffen können. Ja, und sie haben, das lief ja auch ganz gut mit Maaßen in der Anfangszeit. Und dann irgendwann mal, man muss sich aber auch die Transferpolitik der Augsburger angucken und deren Zwänge. Wie gesagt, die können nicht an ihr Festgeldkonto, sondern die müssen kaufen, verkaufen. Und das ist nicht richtig gut gegangen mit dem, wie sie sich dann aufgestellt haben. Und dann haben sie keine Ergebnisse eingefahren. 2 Siege in 19 Spielen ist dann einfach der freie Fall. Und dann sind die Achtung, die Gesetze der Branche halt so. Ich denke, das ist unaufgeregt. Maaßen hat gezeigt, dass er ein Fachmann ist. Der wird wieder einen Job haben. Torup, spannend. Ich freue mich oder wundere mich immer, wie gut Dänen in der Regel Deutsch sprechen. Also wenn umgekehrt, möchte ich es von mir nicht hören müssen. Und er hat ja eine ganz, ganz spannende Vita. Allerdings Dänemark, Kopenhagen und Midtjylland, das ist dann schon was anderes als Bundesliga. Aber der ist alt genug, der wird wissen, was er sich da antut.